Hallo meine Lieben, da ist eure Yonanda. Ja, ich grüße euch ganz, ganz herzlich heute an unserem Stammtisch zu einer neuen Folge Yonanda TV und freue mich, dass wir endlich so hier an Ort und Stelle in unserer virtuellen Dorfkneipe zusammengefunden haben. Ja, ich hoffe, ihr seid alle bereit und ihr habt es euch schön gemütlich gemacht und habt ein feines Getränkchen und ja, es geht euch gut, ne? Oder gleich wieder besser, je nachdem, was unsere Karten uns hier verraten. Aber ich denke mal, da wir ja hier generell eine stimmungsaufhellende Gemeinschaft sind, kann es ja immer nur besser werden, gell? Und vielleicht gibt es ja auch schon die extrem gut gelaunten unter euch. Also heute ist mal wieder so ein Tag, wo die Zeit ja relativ flott unterwegs ist, muss ich sagen. Zack! Zeit für die Dorfkneipe, wobei ich ja schon den ganzen Tag auf diesen Moment warte, bis ich es bis hierher endlich geschafft habe. Ne? Aber ich denke mal, das geht euch allen nicht anders. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder da seid und auch unser Kuckuck ist da. Ne? Den habe ich eben gerade mal erst wieder gestartet. So eine Kuckucksuhr, ne? da muss man sich nämlich drum kümmern. Weil da muss man immer am Schnürchen ziehen und dann sage ich mir immer, es klappt wie am Schnürchen. Und dann läuft das wieder. So, das ist wie mit dem Siggi-Line, gell? Siggi! Sehen dich nicht. Ja, so läuft das. Also so läuft das auch mit Siggi. Ne? Da läuft es auch mal vorübergehend wie am Schnürchen und dann halt mal ist Stillstand. Da läuft es wieder gar nicht. Siggi, komm doch mal hierher. Wir sehen dich nicht. Also ich muss schon sagen, wir machen es so. Ne? Wir kriegen dich schon. Dich kriegen wir noch. Du bist heute auch nicht gut drauf, gell? Naja, zumindest läuft's rund, gell? Der übel gelaunte und das an Vollmond. Wolfsmond haben wir ja heute, ne? Wolfsmond. Für alle die unseren Siggi noch nicht kennen, die jetzt gerade völlig neu sind, das ist unser Maskottchen. Ne? Und der heißt Siegfried. Und der steht für dein Gegenüber, weil in dieser Kartenlegung, da geht es ja um dich und um dein Gegenüber. Da geht es ums Zwischenmenschliche. Ne? Das ist manchmal ganz schön aufreibend. Manchmal mehr dazwischen als menschlich. Aber gut, wir sind hier anscheinend alle zu höheren Berufen. Gell? Wenn man schon solche Prozesse an der Backe hat, was will man machen? Ne? Und deswegen sind wir heute im Bootcamp der Seelenliebe unterwegs. Seelenpartnerschaft, Dualseelengedöns, wie auch immer du das für dich selbst bezeichnest. Oder es geht ganz einfach nur um deinen Herzensmenschen und dich. So. Und in den Karten stehst du für die Dame. Und dein Gegenüber, das Siggilein, für den Herrn. Ne? Vielmehr, das Siggilein kann natürlich auch weiblich sein. Ne? Schnecken sind ja bekanntlicherweise beides gleichzeitig. Deswegen ist es ganz praktisch. Also, auf den Punkt gebracht, Geschlecht spielt keine Rolle. Der Zuschauer ist die Dame, das Gegenüber ist der Herr. Geschlecht spielt keine Rolle. Ihr verteilt euch die Rollen bitte selbst. Und es ist natürlich eine kollektive Legung. Und es kann auch passieren, dass du feststellst, Moment mal, heute bin ich ja der Siggi. Ne? Das kann auch passieren. Also fühlt euch da einfach rein. Wenn eine Resonanz da ist, merkt man das. Resonanz bedeutet, man fühlt, dass diese Legung einem unter Umständen wie auf den Leib geschneidert ist. Und wenn man das nicht fühlt, dann kann es immer noch sein, dass Teile eine Botschaft haben. Es ist halt kollektiv. Das Wetter gilt auch immer für alle gleich. Ne? Und es kann natürlich auch sein, dass du feststellst, heute bin ich nicht mit an Bord. Dann ist das gar nicht schlimm. Dann gibt es ständig Nachschub oder vielleicht ein Video, was diesem vorhergeht. Ne? Kommt für dich in Frage. Und ja, so würde ich jetzt mal sagen, können wir in die Karten starten. Schön, dass ihr, das habe ich schon gesagt, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich immer noch. Nee, ich wollte mich auch bedanken für alle Abos, die ihr mir da lasst, bei allen neuen Abonnenten. Das freut mich sehr, dass wir hier wachsen und gedeihen. Fühlt euch wohl. Und ja, lassen wir es uns jetzt mal gut gehen. Jetzt habe ich lang genug gesülzt, jetzt muss es aber hier auch wirklich mal losgehen. Heute, passend zum Vollmond, legen wir mit dem Mondnacht-Lunement von Patrick Schellow. Und wir gehen da heute mal wieder knüppelhart dran, weil wir warten ab, ob die Personen sich selbst ins Blatt legen, also in unsere große Legung. Wenn die Personen
beide drin liegen, bedeutet das, beide, sowohl du und dein Gegenüber, sind gerade mit dem Prozess, ne, mit dieser ganzen Liebesgeschichte beschäftigt, bewusst. Wenn nur einer von beiden drin liegt, dann liegt einer von beiden in der Resterampe. Diese bezeichnen wir als Konto. Auf ein Konto greifst du dann zu, wenn du es brauchst. Das ist also für später gedacht. Da könnte man so sagen, ja, was ist da so längerfristig am Werden? Ne, welche Energie kommt da längerfristig rein? Was steht da zur Verfügung? Quasi die Legung hinter dieser Legung. Ne, das ist so eine Energie von, da greifen wir drauf zu, wenn wir uns jetzt erstmal hier drüber unterhalten haben. Und wir gucken auf jeden Fall in die Resterampe. Es sei denn, da liegt keiner drin. Ne? Aber eigentlich ist die Resterampe gar nicht die Resterampe, sondern das ist eigentlich eine Vorankündigung. Aber es ist auch schon da. Das ist eine Energie, die ist schon da, aber die steht noch nicht an. Ja, das ist eigentlich doch wie ein Konto. Ne? Da hat man Auto, schaut da drauf und man hebt ihn ab, wenn man braucht. Jetzt gucken wir erstmal, wie es wird. Kann ja sein, dass ihr beide drin liegt. Und wenn ihr beide auf dem Konto liegt, dann findet der Prozess gerade ohne euch statt, aber nicht so ganz, ne, weil wir haben ja immer noch die Häuser. Dann ist wirklich ausschlaggebend, welche Energie in den jeweiligen Häusern liegt. Aber dann sind beide auf jeden Fall nicht bewusst im Prozess. Ne? Und ich finde das also eine sehr geniale Art, ein großes Blatt auszulegen, weil ganz einfach die Seelen, und damit meine ich jetzt dich, also dich als Seele und dein Gegenüber als Seele, selbst ganz frei entscheiden können, ob sie sich reinlegen. Ne? Wenn du 36 Lenny-Karten hast und keine Zusatzkarten, sind die Personenkarten mit dabei und die müssen drin liegen, ob sie wollen oder nicht. Ne? Und hier ist das total freiwillig. So, ich denke, wir haben es jetzt alle verstanden. Da bin ich echt gespannt, was da jetzt dabei rauskommt. Du denkst an dein Thema und viele haben vielleicht auch schon vorbestellt. Das bedeutet bei uns immer, ihr könnt euch energetisch schon in die Legung einklinken. Ihr könnt zum Beispiel schon am Tag vorher oder von mir aus auch Tage vorher oder die ganze Woche vorher, als Zeit spielt keine Rolle, könnt ihr sagen, ich bitte um eine Botschaft über das Yonandachen in der Dorfkneipe, ne, in ihrer Seelenliebe-Legung. Deine Seelenliebe und du, das Siggi-Ding. Ne? Und dann wird da irgendein Zeichen drin sein, weil bittet und es wird euch gegeben. Und vielleicht passt ja dann sogar die ganze Legung. Und damit kann man das Ganze wirklich auch für sich so ein bisschen persönlich gestalten. Ne? Man fiebert dann schon drauf hin, weil man hat ja vorbestellt. Ne? So, da haben wir hier schon mal einen ganz großen Segen. Die ganz vielen Taler. Frieden, ne, mit der Taube. Halt und etwas Beidseitiges mit dem Anker und es wird aufgeräumt mit den Ruten. Na, also etwas kommt hier in seine Ordnung und die Ruten können natürlich auch für Reibung stehen. Aber das war jetzt nur so ein kleiner Vorgeschmack. Das hat eigentlich noch nichts mit unserer Legung direkt zu tun. Verdächtige Karten werden halt mitgedeutet. Ne? So. Selbstwert und auch Macht mit der Krone. Und das ist unser Blatt. So könnte es was werden. So, jetzt brauche ich ein bisschen mehr Platz. Und mal gucken, was ich mir hier zurechtgemischt habe, gell? So, komm mal her. Ja, ich weiß, bist heute irgendwie schlecht gelaunt. Der ist vielleicht heute angefressen. Hoffentlich überträgt sich das nicht auf die Legung. Der übel gelaunte.
So, es geht los mit Position 1, den Eulen. Wer neu ist, ich zeige euch dann die Karten immer in die Kamera. Ne? Ich brauche jetzt erstmal nur ein bisschen Platz. Also 1, die Eulen, 2, die Wege, 3, die Trompete, wie ich sie liebe. 4, der Berg, ja, der ist weggepustet, sehe ich schon prompt. 5, das Brot, 6, der Schmetterling, 7, das Buch, 8, die Dornen, 9, das Chamäleon, 10, das Geld, 11, die Glocke, 12, die Truhe, 13, der Park, 14, die Waage, 15, die Schildkröte, 16, die Störche, 17, die Biene, 18, das Herz. Das heißt schon mal, egal ob sich hier Personenkarten zeigen oder nicht, die Liebe ist da, ne? Die Liebe ist da. Ob die Hauptpersonen daheim sind, werden wir noch sehen. 18, 19, das Ei oder die Eier. 20, der V. 21, der Eiskristall oder das Schneeflöckchen. 22, der Junge. 23, die Schlange. Aha, auch mit da. 24, die Ruten. 25, das Schiff. 26, der Schlüssel. 27, die Maus. 28, die Krone. 29, die Uhr. 30, der Wein. Langsam wird das Eis dünn und dünner. 31 die Fische, 32 der Mond, 33 die Lilie, 34 der Brief, 35 die Sonne, 36 das Auge umgekippt. Tja, Prozess und keiner macht mit, würde ich mal sagen. Gell? Es ist tatsächlich heute keine Hauptperson da. Ich breche zusammen. Das hatten wir noch nicht in all der Zeit. Und dann haben wir hier auch noch das Auge. Also man soll hier etwas von einer anderen Sichtweise betrachten, und zwar das Schicksal. Und da schauen wir jetzt mal, was in dem Blatt hier so los ist, ohne dass einer daheim ist. Ich bin ja schon direkt gespannt auf die Resterampe, weil das ist das, was dahinter steht. Da kommen wir noch drauf. Aufs Konto greifen wir zu. Das wird heute noch abgeräumt, das sage ich euch. Jetzt gucken wir erstmal in den Prozess als solches. Ne? Der Prozess als solches. So, jetzt muss ich mir erstmal hier ein bisschen hier Ordnung verschaffen. Also die Liebe ist da, aber die Hauptperson nicht. Das ist ja echt ein Ding. Leute von heute, das gab es noch nie, seit wir hier Geschichte schreiben. Das gab es noch nie. Ich finde es spannend. Da fangen wir mal direkt bei den Häusern an. Gell? Also wir deuten jetzt erstmal die Häuser. Wir fangen bei dir an. Du wirst geweckt. Also hier geht der Wecker. Bei der Dame geht der Wecker, weil in deinem Haus auf der 29 liegt die Uhr. Und die Korrespondenz in der, von der Uhr, nee Quatsch, die Korrespondenz der Uhr, ja, die Uhr korrespondiert, also vergesst, was ich gesagt habe, die Uhr korrespondiert in die Glocke. Und das ist eindeutig der Wecker. Das ist eindeutig der Wecker. Hier wirst du geweckt, du wachst auf und es ist hier mit Sicherheit an der Zeit, dass du aufwachst. Jedoch, wir haben die Dornen und da spiegelt die Glocke rein. Du wachst auf und dir wird hier etwas klar. Es kann nämlich sein, dass dir klar wird, was dich eigentlich so quält. Das ist dieser Weckruf, also als ob du hier wach werden sollst und eine Erkenntnis hast, was dich mit den Dornen so quält. Und es ist nämlich Zeit, diesen Schmerz aufzulösen, weil die Dornen haben sich in das Haus des Sarges gelegt. So, die Glocke selbst liegt im Haus der Ruten. Es ist jetzt hier wirklich Zeit, dass dieser Weckruf kommt, weil dieses Aufwachen, dieses Erwachen, das hat eine starke reinigende Wirkung auf dich. Das bereinigt etwas. Die Glocke im Haus der Ruten, die wird sozusagen angetrieben. Das ist jetzt wirklich an der Zeit. Die Zeit liegt bei dir. Mit Sicherheit sogar spiegelt in den Schlüssel und der Schlüssel liegt im Haus des Buchs und hier eröffnet sich was. Es kann sein, dass sich ein Geheimnis lüftet und das kann etwas sein, was nur dich selbst betrifft. Es kann sein, dass du an einen Anteil, der dich betrifft, nicht rangekommen bist, dass du dich selbst verschlossen hattest, du hast was sicher weggepackt. Das Buch steht ja für Geheimnisse, ne? Und du kommst an einen Anteil, der in dir liegt, der aber verborgen war. Das ist ein Teil deiner Selbst, der vor dir selbst verborgen war. Und da ist ein Schmerz reingepackt. Und da kommst du jetzt dahinter. Du erkennst diesen Schmerz, du öffnest dieses Buch und kannst diesen Schmerz auflösen. Das Buch selbst liegt auch mit drin und es liegt im Haus der Schlange.
Das sieht schon fast aus, als ob dieses Geheimnis von einer Energie gehütet wird, die es fest eingewickelt hat. Jedoch hast du dieses Geheimnis selbst dieser Energie übergeben, weil das Buch im Haus der Schlange liegt. Die Schlange hat sich also nicht aufs Buch gelegt. Wir gucken gleich, wo die ist. Die ist nämlich auch dabei. Sondern du hast das Buch zur Schlange gebracht. Es gibt also einen Anteil in dir, der ist sehr verletzt, der tut weh. Und deine Seele, wir gehen jetzt rein in die Materie, deine Seele hat eine Schonhaltung eingenommen. Die will diesen Anteil schützen. Das ist so eine Art heiliger Schmerz. Der ist ganz wichtig. Der ist so wichtig, dass du den an einen sicheren Ort verwahrst. An einen Ort, wo der Schmerz gehütet wird. Und die Schlange passt auf diesen Schmerz an diesem Ort auf. Die Schlange hat hier so eine Wächterenergie. Ganz genau. Und diesen Schmerz hast du weggepackt, weil du auf einer Ebene an diesem Schmerz festhältst. Dieser Schmerz ist ein Heiligtum von dir. Und das hast du aber längst vergessen. Das ist auf einer ganz tiefen, unterbewussten Ebene passiert. Das kann was mit einem Trauma zu tun haben, was du irgendwann mal erlebt hast. Egal, ob das Trauma in einer Beziehung passiert ist oder in der Kindheit. Oder du hattest mal ein krasses Erlebnis, wo du ganz arg gequält wurdest. Das kann eine seelische Qual sein. Ja? Und das hast du weggepackt, verschlossen gehalten und an einen Ort gebracht, wo es beschützt wird. Und das ist der Ort, wo die Schlange wohnt. Die hat ganz einfach nur die Rolle, drauf aufzupassen. Ja? Und dann hast du dein Leben weitergelebt. Die Zeit kam, die Zeit ging. Und dann kam Siggi. Ja. Dann kam Siggi. Und dann hast du eine solche Begegnung mit einer Seelenliebe. Du triffst einen Menschen, der ist so attraktiv, dass er dich total vom Hocker gerissen hat. Du kannst ihn nicht mehr vergessen, weil er dich mit seinem Erscheinen so beeindruckt hat, dass ich muss es ein bisschen locker machen, das ist ein ernstes Thema, ihr wisst. Der hat dich mit seinem Erscheinen so beeindruckt, dass dir dieser Mensch nicht mehr aus dem Kopf ging und ihr habt schon bald gespürt, ihr seid so und ihr habt einen Auftrag. So. Und dann ging eure Geschichte bewusst los, wobei ihr schon die ganze Zeit verabredet wart. Ne? Auf einer ganz hohen Ebene. 458.623 meinetwegen. Da habt ihr euch verabredet und dann ist die Zeit gekommen und er kam in dein Leben gerauscht. Und dann ging das Ganze aber so weiter, dass es nicht einfach war. Und es wurde immer schwieriger. Und dieser Mensch hat dir deinen Schmerz getriggert. Oder der macht das schon die ganze Zeit. Der triggert dich ohne Ende in deinem Thema. Und du spürst einen Schmerz, wo du sagst, sowas habe ich im ganzen Leben noch nicht erlebt. Du weinst bittere Tränen und du gehst kommst dir vor, als ob du über Scherben, glühende Kohlen und spitze Steine barfuß laufen musst. Und das nicht nur vorübergehend, sondern schon vielleicht seit Jahren. Und du hast das Gefühl, dieser Mensch, der tut dir nicht gut, der tut dir immer wieder weh, der schadet dir und der reizt dich bis aufs Blut. In Wirklichkeit ist er, die Seele, die dir hilft, diese Geschichte, diese schmerzhafte Erfahrung, die du gut und sicher weggepackt hast, die du zur Schlange gebracht hast, damit sie diesen Schatz hütet. Dieser Mensch ist die Seele, die dir hilft, diese Qual in die Heilung zu bringen. Ich glaube, ihr könnt mich verstehen,
weil ich kann gerade meinen eigenen Worten nicht so ganz folgen. Aber ihr wisst, was ich meine. Dieser Mensch, dieser Gegenüber, dieser Siggi, der triggert dieses Geheimnis, was du vor dir selbst hast. Das hast du gut und sicher weggepackt. Hast der Schlange übergeben. Du liebst diesen Anteil von dir. Deswegen hast du ihn so sicher weggepackt. Aber du hast nicht die Kraft, dir diese Dornen anzuschauen, dir diesen Schmerz anzuschauen. Ja? Deswegen hast du ihn weggepackt. Und dann kommt dieser Mensch in dein Leben und triggert dir ununterbrochen und immer wieder, die einen ununterbrochen, die anderen immer wieder, aber mit einer Vehemenz, diesen alten Schmerz. Und seine Seele fordert dich auf, dir dieses Thema anzugucken und auszuheilen. Das kommt hier ganz deutlich rein. Und jetzt ist die Zeit reif, das Buch zu öffnen und dir diesen Anteil anzuschauen. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, ihn zurückzuholen. Das ist ein verlorener Seelenanteil. Ein Seelenanteil, der voller Schmerz ist und den du deshalb in Sicherheit gebracht hast, damit du dein Leben einfach weiterleben kannst. Du hast diesen Anteil weggepackt, in Sicherheit gebracht. Gut fest verschlossen hast du ihn zur Schlange gebracht. Die Schlange hat ja auch eine Drachenenergie. Auch der Lindwurm ist ja eine Schlange. Und Drachenenergien hüten ja auch die Schätze. Also es ist ein ganz großer Schatz. Außerdem haben wir keinen Drachen im Deck und die Schlange kommt dem Drachen dann schon noch am allernächsten. So. Das heißt, du hast diesen Anteil von dir losgelöst, aber nicht, um ihn zu entsorgen, sondern um ihn zu schützen. Das ist dein heiliger Schmerz. Ganz unbewusst ist das passiert. Und deine Seele ist sozusagen in Schonheilung gegangen und war dann erstmal leichter, hat es gut weggepackt und die Begegnung mit deinem Gegenüber, mit deinem Siggilein, hilft dir, dass du diesen Anteil wiederfindest, ihn annimmst, ihn in Liebe zurücknimmst, ihn heilst und wieder integrierst. Das ist ein verlorener Seelenanteil. Also das ist mal jetzt richtig, richtig krass tief. Ne? Schaut mal, ob ihr da mit in Resonanz geht. Ja, jetzt ist das ja nicht so klassisch gesagt, so und so sieht's aus und da kommt Nachricht, wird sich melden und hahaha. Das ist ja jetzt was du nur fühlen kannst, was ich hier sage. Das ist nichts, wo du sagen kannst, ja, also da hat ja jetzt die Yonanda voll ins Schwarze getroffen. Das konnte sie nicht wissen. Das weißt du ja selber nicht. Also das ist was, wo du wirklich nur auf dein Gefühl vertrauen kannst, ob du hier in Resonanz bist oder nicht. Das kann jeder nur für sich selbst fühlen. Und das ist halt so ein typischer Auftrag. Also wenn zwei Seelen sich begegnen und so einen Ritt machen, ja, da steht ein ganz hoher Auftrag in der Liebe dahinter. Das ist eine ganz, ganz hohe Liebe. Ja? So. Eine ganz hohe Liebe, wo man sich gegenseitig weiterhilft, weil dein Gegenüber, der hilft dir, dass du wieder in deine Ganzheit findest und dass du aus 100% Potenzial schöpfen kannst. Also ich hoffe, ich konnte euch das jetzt so erklären, dass ihr das verstehen könnt. Wenn nicht, hört es euch nochmal an. Wir sind hier leider in einem Monolog. Ich rede gerade mit meiner Kamera. Aber ich spüre euch. Und Seelen können sowas machen. Ja? Also ich bin wirklich ein alter Hase in diesen Themen. Ich habe schon viele Menschen persönlich begleitet. Vor euch. Durch euch hat sich ja mein Leben komplett umgekrempelt. Ja, ich habe ja im Moment zumindest einen ganz anderen Auftrag. Ich bin ja fürs Kollektiv da. Aber ich bin wirklich, und die mich kennen, die wissen das, ich bin wirklich absolut kugelsicher, wenn es um Seelenreisen und rituelle Reisen geht. Das ist wirklich ein Gebiet, auf dem ich mich sehr sicher bewege. Und genau darum geht's. Verlorene Anteile zurückholen und integrieren, ausheilen, damit wir 100% aus unserem Potenzial schöpfen können, weil wir es wert sind, weil wir großartig sind und nicht kleinartig. Und das liegt hier deutlich drin. Und diese Zeit ist jetzt reif. Du wirst jetzt wach, du erkennst hier etwas ganz, ganz Wichtiges.
Ja, jetzt ist die große Frage, das könnte jetzt ein Video geben, das könnte mehrere Stunden gehen. Ja, wie heile ich denn sowas in mir? Das ist jetzt echt eine gute Frage, ne? Weil natürlich kannst du und sollst du dein eigener Heiler oder deine eigene Heilerin sein. Ich werde gerade daran erinnert, wenn diese Frage aufploppt, soll ich immer sagen, Erkenntnis heilt. Allein die Erkenntnis, wenn du spürst, es ist genau so, dann kannst du bewusst sagen, ich bin wach, ich weiß um diesen Anteil. Und ich nehme diesen Anteil zurück, heile ihn jetzt, in diesem Moment, wo ich es ausspreche, und integriere ihn in mein Sein, so dass ich wieder 100% aus meinem Potenzial schöpfen kann, weil ich großartig bin. So oder so ähnlich, du kannst es für dich formulieren. Ja? Nicht jeder ist in der Lage zu sagen, ja, ich mache mich mal los und reise. Und mach mich auf die Suche nach dem Buch bei der Schlange. Ne? Da kannst du natürlich rituelle Reisen machen. Du kannst die Schlange besuchen. Du kannst sie bitten, dir das Buch wiederzugeben. Du kannst die Schlange fragen, was sie die ganze Zeit gemacht hat mit dem Buch. Sie hat vielleicht eine Botschaft für dich. Ne? Du kannst in der Stille mental das Buch aufschlagen, kannst deinen Schmerz betrachten, Rotz und Wasser heulen. Die in der Lage sind, solche Reisen zu machen, können das tun. Die, die es nicht wissen oder können einfach bitten. Die können bitten, dass ihnen dieser Anteil zurückgegeben wird. Sie haben es erkannt. Du kannst sagen, ich bitte das Buch zurück, ich bitte die Schlange, mir das Buch zu geben. Ich bin bereit, meine Dornen anzunehmen. Ich bin bereit, mir anzuschauen, was mich so gequält hat. Ich nehme es raus in meine liebenden Hände und ich heile es, bis diese Dornen zu weichen Ästen werden, mit jungen Knospen, mit frischen grünen Blätterchen, bis es nicht mehr weh tut. Und ich nehme diesen meinen gehaltenen Anteil voller Liebe zurück und integriere ihn in meine Seele und bin jetzt wieder ganz. Ja, das kannst du auch ganz genau so tun. Nimm dir Zeit und schreib dir auf, schreib einen Brief an dich selbst, soll ich sagen. Es ist schwierig, alle auf einmal abzuholen. Ne? So, das ist ja heute mal hier mit ohne Siggi. Ne? Jetzt schauen wir mal. Das ist das, was erstmal für dich wichtig ist. In seinem Haus liegt die Krone. Da geht es um seinen Wert, um seine Macht. Und jetzt kommt's. Spiegelung in die Maus. Um seinen Machtverlust. Es sieht aus, als ob er gerade in einer Situation die Macht verliert. Korrespondenz in das Chamäleon. Das sieht aus, als ob er hier auffliegt. Er wird sichtbar. Das Chamäleon ist ja unsichtbar. Also unsichtbar im Sinne von, es ist da. Es kann sich aber geschickt der Umgebung anpassen. Es fällt nicht auf. Ja, und wenn die Maus aber einhergeht, dann fällt es auf. Dann ist der Untergrund plötzlich schneeweiß und wir haben ein knallbuntes Chamäleon drauf sitzen. Na, also hier geschieht eine Enttarnung. Hier geschieht eine Enttarnung und das Chamäleon spiegelt in die Talor. Diese Tarnung hatte einen hohen Wert für dein Gegenüber. Also das war der größte, also the biggest Joker, den er im Ärmel hatte, dass er sich anpassen konnte und war so komplett unauffällig. Also dieses Getarntsein hat für ihn einen ganz hohen Wert. Und jetzt fällt diese Tarnung. Das ist wie, wenn jemand die ganze Zeit so ein Tarnmäntelchen umhat, ja? Und einer ahnt, dass es da ist, der auch im Raum ist. Das sind zwei Menschen im Raum. Der eine ist unter einem Tarnmantel, der andere nicht. Und der nicht unter dem Mäntelchen ist, spürt aber, hier ist noch jemand. Und greift einfach so ins Nichts und zieht und hat den Mantel erwischt und dann zeigt sich jemand.
Finde ich echt spannend. Also hier fliegt jemand auf. Das ist echt spannend. Und dass er so getarnt war, das hat ihm natürlich Macht verliehen. Er war völlig unauffällig. Er hat alles mitgekriegt, aber keiner hat bemerkt, dass er anwesend ist. Wir reden hier von Energien, ja? Also ich hoffe, ihr könnt euch darauf einlassen. Weil ich spüre hier ganz deutlich Energien. Hier ist eine Energie, hier zeigt jemand eine Präsenz, die hat ihm in die Rolle des Stärkeren ganz einfach verholfen. Dieses Unsichtbarsein hat ihm Macht gegeben, hat ihm Macht geschenkt. Und dieses Krönchen verliert er jetzt. Hier fliegt jemand auf. Er wird enttarnt. Tja, man hat sozusagen diagonale Korrespondenz Maus in die Talor auf einmal alles verloren. Also das war wirklich ein Joker ohne Ende. Also hier erscheint jemand, der schon die ganze Zeit da ist. Das ist echt spannend. Die Liebe hat sich ja hier ins Thema gelegt. Und zwar liegt das Herz tatsächlich auf der Seelenpartnerschaft. Und die spiegelt in dem Park im Kind. Das heißt, es gibt auf jeden Fall eine Begegnung von euch beiden. Auf jeden Fall. Es wird eine Begegnung geben. Und diese Begegnung wird voller Liebe sein. Und Park und Herz kann auch für eine Herzöffnung stehen. Auf der Position des Kindes hat sich heute der Junge reingelegt. Es gibt hier in diesem Deck das Mädchen und den Jungen. Es sind beides Kinder. Deswegen deute ich den jetzt mal als Kind, weil das Mädchen liegt am Kondo. Der Unterschied der beiden ist, dass man hier etwas antreiben muss bei dem Jungen. Wenn der Junge fällt, fällt das Mädchen, geschieht es von allein. Und es geht hier darum, dass man hier aktiv wird. Also um dieses Treffen, jetzt habe ich aus Versehen die Häuser getauscht. Aber weil es mir aufgefallen ist, lege ich es wieder richtig rum. Dieses Treffen geschieht, diese Herzöffnung und diese Begegnung in Liebe, die geschieht. Aber man muss was dafür tun, dass es geschieht. Das sagt der Junge. Man muss die Entscheidung treffen, man muss es wollen. Der Junge liegt in den Wegen. Korrespondiert in die Störche. Wenn man sich entscheidet, sich hier zu begegnen, in dieser Beziehung, und ihr müsst es beide wollen, aber so wie es aussieht, wird es hier geschehen. Das habe ich im Gefühl, weil ihr das beide wollt. Der Junge korrespondiert in die Störche und die Störche stehen für eine positive Wende und außerdem steht der Storch auch für die Wiederkehr, weil der kommt immer wieder zurück. Der Storch fliegt dahin, wo die Sonne scheint. Wo fliegt er denn hin? Die Sonne liegt im Anker. Das heißt, der Storch fliegt in den Halt, in den Hafen. Der Anker bedeutet auch, dass eine Verbindung beidseitig gefühlt wird. Es ist eine Beidseitigkeit da. Ihr werdet immer wieder zueinander zurückkommen. Das kommt mir ganz deutlich rein. Und hier findet Begegnung statt. Da muss aber was dafür getan werden. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich will das ja. Ich will's ja. Einer muss den ersten Schritt tun. Und oftmals reiben sich da die Energien, weil du sagst, nö. Ja, und meistens ist es so, das muss man jetzt wirklich mal sagen, auf der Seite des Mannes dauert es halt immer länger, bis der Groschen fällt. Ne? Unter uns. Okay. Du hast vielleicht schon viele Schritte getan. Wir haben ja hier auch den männlichen Part. Im Endeffekt könnte man auch sagen, hier muss mal von ihm was kommen. Ne? Könnte man schon so sagen. Der Junge korrespondiert also in die Störche. Der Junge spiegelt ins Schneeflöckchen. Das deute ich jetzt mal so, wir haben immer noch Winter, auch wenn wir hier schon Frühlingsgefühle haben. Ich freue mich so auf den Frühling, ihr glaubt es gar nicht. Aber hier kommt dieser Neuanfang und diese Aktion kommt noch im Winter. Wird das noch in die Wege geleitet? Entweder trefft ihr euch noch jetzt im Winter in der kalten Jahreszeit,
kalendarisch gesehen ist ja der Frühlingsanfang, oh, jetzt muss ich mal gerade mal mich sortieren, Ohrstübchen, um die Tag- und Nachtgleiche, ja, die am roundabout 20. 21. März so um den Dreh ja immer ist, ne? Das ist dann der Zeitpunkt, wo Tag und Nacht gleich lang sind, dann werden die Tage auf jeden Fall wieder länger. Und das ist ja auch so, 21. März ist für mich immer so ein Checkpoint. Das ist so, kalendarisch ist da für mich immer Frühlingsanfang, also für mich persönlich. Bis dahin gilt das Schneeflöckchen. Und bis dahin kommt hier die Herzöffnung, die Begegnung. Ne? Da kann ich mal jetzt echt mal versuchen, eine Zeitangabe zu machen, wobei ihr wisst, wie ich das sehe. Ihr wisst, wie ich zur Zeit stehe. Die ist relativ. Ne? Ja, wir legen eh jede Woche neu und werden das Ganze beobachten. Die Sache hier, das ist eine Energie, die sich eher träge bewegt durch die Schildkröte. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, es geht hier ziemlich schleppend vorwärts. Ne? Das kommt mir gerade so rein als Wort, schleppend. Der Wandel geschieht, der Storch kommt zurück, der fliegt die Sonne an, der Storch ist im sonnigen Süden, die Sonne liegt im Anker. Und übrigens sind auch hier die Gefühle fix, weil in der Sonne liegen die Fische. Im Haus der Fische liegt übrigens der Brief. Da schauen wir auch gleich noch genauer hin. Jedenfalls, der Storch kommt zurück. Der fliegt dahin, wo es warm ist. Und der kommt, also der Storch geht immer mit dem Licht. Der geht immer mit der Sonne. Es ist da warm, wo der Anker ist. Das heißt, die Situation ist von Bestand und auch von Dauer mit der Sonne. Die Gefühle sind von Bestand, weil die Fische liegen in der Sonne. Und wir haben, hier, guckt euch das an, die Lilie, den Brief und die Sonne. Auch hier noch positive Nachrichten, auch Nachrichten von Bestand im Winter zu verzeichnen, weil auch die Lilie ist eine Winterkarte. Also hier tut sich auf jeden Fall noch was in der kalten Jahreszeit. Auch wenn diese Situation mit der Schildkröte langsam vorwärts geht, schleppend. Wobei, wenn die Schildkröte im Wasser ist, das hier ist eine Wasserschildkröte, da ist die vielleicht schneller, wie sie aussieht. Ne? Ne? Also, die geht vielleicht... Sigilein, du wurdest auch schon oft mit einer Schildkröte verwechselt. Ne? Was haben Schildkröten nicht? Schildkröten haben keine Fühlerchen, da schaut her, weil unser Sigi fühlt doch. Es ist nämlich ein Fühler. Ja, komm, ich lass dich ja schon los, du alte Schlafmütze. Bist heute ein bisschen mondsüchtig, gell? So, Sigi ist ein Fühler, weil er fühlt. Und Schildis haben keine Fühlerchen. Aber sie haben ein Panzerchen, ne? Und eine Schildkröte ist belastbar, die hält einiges aus. Und die wird ja oft dargestellt mit so ganzen Landschaften oder Ortschaften auf ihrem Panzer. Sehr, sehr spannend. Ne? Also hier ist eine Wiederkehr, eine Herzöffnung, ein Treffen. Die Gefühle sind definitiv auf beiden Seiten. Die Gefühle sind stabil, die sind von Dauer. Und auch das Aneinanderhalten ist von Dauer, weil man es braucht. Die Sonne im Anger korrespondiert in das Brot im Baum. Das nährt einen. Also ihr nährt euch hier gegenseitig. Das ist so, auch wenn ihr beide gerade durch Abwesenheit glänzt. Aber ihr seid füreinander so wichtig wie das tägliche Brot. Sagen wir es doch mal so, das Brot liegt im Baum. Bernd, das Brot liegt im Baum. Und der Baum, jetzt lachen alle, die einen Bernd haben. Wir hatten hier alles einen Bernd, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich will wissen, wo der Sigi der Bernd ist. Es kommt mir gerade so rein. Also das Brot liegt im Baum und der Baum steht für Wachstum und Heilung. Ne? Und auch da geht es langsam. Ne? Es dauert, bis die Eiche alt ist. Ne? Bis sie von so einem kleinen Setzling dann wirklich ein stabiler, alter Baum geworden ist. So.
Wie kam ich jetzt dahin? Herzöffnung, beide halten fest, ihr braucht einander. Und es ist an eurer Entscheidung, ja, wie ihr euch nähert. Was ihr euch zu geben habt auf gut Deutsch. Ne? Das liegt bei euch. Wie entscheidet ihr euch? Und ich finde es ja gigantisch, der Vollmond liegt heute an Vollmond in seinem eigenen Haus. Da kommt mir auch deutlich rein, heute ist ein guter Stichtag, denn Korrespondenz in die Wege. Der Mond, der Vollmond heute, in den Wegen liegt der Junge, der Vollmond heute bringt den Neuanfang auf den Weg. 4034, das muss ich mir merken für meinen Titel, das wäre ein schöner Titel. Der heutige Vollmond bringt den Neuanfang auf den Weg. Das ist ganz sensationell. Wisst ihr was? Da machen wir uns mal sofort ein Lichtchen an. Da müssen wir jetzt schnell aktiv werden. Jetzt habe ich keine Streichhölzer mehr. Mist! Jetzt habe ich gesagt, wir machen ein Lichtchen an. Ich muss im Schrank wühlen. Also ich muss jetzt hier, ich bin schon auf dem Weg. Ich finde jetzt hoffentlich mein Streichholzglas nämlich leer. Ich habe ja noch eins. Ich bin ja im Vollglück. Jetzt brauche ich nur noch ein scheiß Licht. Jetzt habe ich kein weißes mehr. Aber wisst ihr, was ich habe? Ach, das ist ja passend. Das ist ja passend. Im Zeichen des Winters. Ich habe Winterbeere. Ich habe ein Duftlicht. Wir nehmen das schöne Dunkelrote. Das Rot, was mir gefällt. So. Ha, ist alles da. Ich bin glücklich und beseelt. So. Die Mutter ist zurück. Hat alles gefunden. Junge, Junge. Hier ist alles da. Wir machen uns jetzt ein Lichtchen an. Der Vollmond bringt den Neuanfang auf den Weg. So, da muss ich eigentlich im Video, wenn ich die Überschrift nachher vergessen habe, da muss ich nur die Kerze suchen. Da habe ich es gesagt. Der Vollmond bringt den Neuanfang auf den Weg. Wer bisher hier in Resonanz gehen kann und mir überhaupt folgen konnte mit meinen ganzen Ausschweifungen, aber ich glaube, es war heute ganz wichtig, ja, der geht jetzt ganz, nee, ihr könnt euch alle was wünschen. Also komm, jetzt haut euren Wunsch raus. Es geht los. Wünsch dir was. Möge dein Wunsch in Erfüllung gehen, wenn er dem höchsten Wohl deiner Seele entspricht. Erfüllt sich ein Wunsch nicht, wacht der Himmel über dich. Und jetzt haben wir es losgelassen. So, und unser Lichtchen, das brennt für uns ab. Also, das ist ja heute hier echt aufregend. Ich sag's euch. Eine aufregende Legung. So. Was ich auch spannend finde, ist nämlich, dass das Herz, also die Liebe, in die Ruten korrespondiert. Und die Ruten liegen im Herz. Die Liebe liegt im Haus des Hundes. Das ist eben auch das treue Herz, die Treue, der Hund ist die treue Seele, steht ja in unseren Legungen hier für den Seelenpartner. Und diese Liebe darf aber bereinigt werden. Und jetzt schließt sich der Kreis, weil in den Ruten liegt die Glocke. Und die Glocke, das ist dein Wecker. Du wirst hier wach. Das, was du erkennst, der Anteil in dir, den du geschützt hast, den du zur Schlange gebracht hast, das Geheimnis, was du vor dir selbst hast, das ist hier, das spielt eine Schlüsselrolle. Es geht darum, mir kommt gerade deutlich rein, die hier in Resonanz gehen, spüren wahrscheinlich im Moment einen Schmerz, den das Gegenüber auslöst. Und das macht seine Seele unbewusst aus Liebe. Das ist euer Deal. Das habt ihr ganz genauso geplant. Und du darfst in dir das Geheimnis finden, was du vor dir selbst hast, wo du deinen ganzen Schmerz reingepackt hast.
Die Qual, das, was dich quält und was du an einen sicheren Ort gebracht hast. So, da müsst ihr jetzt zurückspulen nochmal, wenn ihr es nochmal hören wollt. Und wenn du das rausfindest und annimmst und wenn du diese Erkenntnis hast, und ich erinnere euch wieder daran, Erkenntnis heilt, dann bewegt sich hier der ganze Ablauf. Und deswegen liegt hier auch keine Person drin. Weil bevor die Geschichte weitergeht, muss hier erst dieser Sesam geöffnet werden. Sesam, öffne dich. Und dann ist dann dieser große Stein. Und dann schiebt er sich weg. Und dann, tada, und dann kommt hier die absolute Erkenntnis. Was triggert er dir? Was dich so quält? Komm da dahinter. Ich kann es nur noch mal sagen, wer hier in Resonanz geht, der wird es rausfinden. Wir haben ja auch Luft, ne? Weil das muss ja jetzt nicht heute Abend sofort passieren. Wobei der Vollmond dich hier wirklich unterstützen kann. Ne? Weil wir haben ja gerade auch festgestellt, der Vollmond bringt den Neuanfang auf den Weg. Also das ist schon echt erheblich. Und dann haben wir ja hier eine auffällige Karte, nämlich das Auge verkehrt rum auf dem Kreuz. Du sollst das Schicksal aus anderer Perspektive betrachten. Betrachte die Dinge andersrum. So, im Moment findet hier wahrscheinlich auch keine Kommunikation statt. Brief, Korrespondenz in den Berg, aber wir haben ja schon festgehalten, die Kommunikation, die wird kommen. Hier muss erst eine Erkenntnis in dir, bei dir muss der Groschen fallen. Der Berg spiegelt in die Trompete. Da habe ich ja eben noch gesagt, die pustet den gleich schon wieder weg. Ne? Aber wisst ihr, was mir hier auch noch reinkommt? Ein Echo. Wisst ihr was? Für den einen oder anderen kann gelten, dass du hier keine Nachricht bekommst. Das ist eine Retourkutsche. Das ist ein Echo auf dein Verhalten. Als ob er hier, ja du Sigi, ne? Sich auch das Ganze so ein bisschen extra macht. Ne? Ja, ich meine ja nur mal so. Also, dass du hier keine Nachricht bekommst, kann quasi die Retourkutsche sein auf dein eigenes Verhalten. Und das musst du hier sozusagen mit barer Münze und so. Ihr wisst ja, ne? Das ist ja typisch menschlich, so ein bisschen berechnend zu sein. Interessant, um da nochmal drauf zurückzukommen, finde ich ja wirklich, dass hier eine Tarnung auffliegt. Also das finde ich wirklich interessant. Das heißt nämlich auch, einfach kurz gefasst, dein Gegenüber, der ist bei dir im Feld und der wird sich irgendwie verraten. Es wird rauskommen. Also das Tarnmäntelchen wird ihm weggelupft. Das Chamäleon sitzt auf einmal auf dem Präsentierteller. Ne? Passt auf. Das lassen wir einfach mal so stehen. Ich finde das echt spannend. Dann sehe ich ja hier noch, wir haben ja hier, der Winter ist ja sehr auffällig, ne? Der Neuanfang, der liegt ja mit Schneeflöckchen so im Winter, ne? Und im Winter liegt ja auch die Lilie. Die Lilie ist ja auch der Winter. Die liegt übrigens im Schlüssel. Und in der Lilie liegt der Wein. Und da kommt mir auch so dieses Lockerwerden. Also so eine erotische Grundstimmung kommt mir rein bei einem Gläschen Wein oder bei einem Alkoholchen. Bei einem Alkoholchen. Bei einem Alkoprinchen. Ja, also bei einem Gläschen Wein oder ähnlichem Getränk geschieht hier eine Öffnung, ne? Weil der Schlüssel liegt ja im Buch. Vielleicht solltest du auch ganz einfach heute Abend ein Gläschen Wein trinken und dann findest du deinen verlorenen Seelenanteil wieder. Also Scherz beiseite, aber ich meine es jetzt echt ernst, gell? Weil es macht ja alles Sinn. Vielleicht trinkst du auch gerade ein Gläschen, also ich kenne euch ja inzwischen, ich weiß, dass viele von euch ein Gläschen Wein trinken, wenn sie die Dorfkneipe klotzen. Vielleicht habt ihr schon sogar eine Erkenntnis.
Nee, da gehen wir jetzt nicht tiefer rein. Aber dieses Gläschen Wein lockert, ne? Lockert auch die Zunge. Ne? Man wird einfach locker. Ich bringe es mit dem Winter, mit der Begegnung im Winter, dass sich da im Winter noch was tut, bringe ich es gerade in Zusammenhang. Dass man sich da locker macht und dass da durchaus bei dem einen oder anderen eine erotische Stimmung reinkommen könnte. Okay, jetzt wird es Zeit fürs Konto. Jetzt packen wir das hier erstmal alles weg. Ja, ja, da sind noch ein paar Kätchen drin, gell? Plo-Kätchen. Wir nennen die Plokaden nur noch das Kätchen. Du hörst es gleich nicht mehr so schlimm an. Ein Kätchen, ein Plo-Kätchen. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele sind denn das hier? Ich will sie noch nicht sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Das sind auch noch immer 34. Da legen wir 6 rein. Ne, warte mal, 4. Ich habe gerade überlegt, ob man die untere Reihe mitten rein 4 legen. 34. So machen wir es auch. Wir legen auf 6 aus und legen in die untere Reihe 4. Dann ist es eben so. Die Maske. Der Hund. Du schaust auf Hund und Maske. Also du spiegelst in den Reiter. Der Engel. Die Sterne. Der Totenschädel. Die Schwerter. Die Spinne. Die Taube, das Kind, der Buddha, der Sarg, der Bär, die Hand, das Kreuz, der Anker, der Tunnel, die Blumen, die Wolken, die Katze, der Ring, die Birne, die Glühbirne, der Baum. Das Haus, der Herr, die Brücke, der Turm, das Feuer und die Sense. Klee, Zylinder, Pyramide und Fuchs. So, das geht jetzt nicht nach Häusern, weil gar nicht alle Häuser besetzt wären. Also zum Beispiel wäre die Sonne und das Kreuz wären nicht besetzt. Deswegen deuten wir nicht nach Häusern. So, was haben wir denn jetzt hier noch liegen in der ganzen Schose? Also bei dir ist klar, dass du dich gerade aktiv mit der Seelenpartnerschaft auseinandersetzt, aber dir fehlt der Durchblick. Also das ist jetzt das, was bewusst passiert. Der eigentliche Prozess liegt am Tisch und wir wissen schon, im Haus des Hundes liegt ja das Herz. Aber ich habe das Gefühl, du blickst da nicht durch. Also jetzt vielleicht schon, weil wir ja drüber geredet haben. Da ist ja eigentlich, das Konto macht ja mehr Sinn. Das ist ja schon eher ein was zuvor geschah Ding. Nee, aber dann würden ja beide noch nicht im Platt erschienen sein. Also das Platt, was wir jetzt zuerst gelegt haben, ist ja dann wie so eine Kulisse. Und die beiden Hauptdarsteller fehlen noch. Das kommt bei mir gerade stimmiger rein als das. Also das ist eigentlich das. Das Konto ist das, was die beiden gerade machen, weil sie beide nicht auf der Bühne sind, sondern Backstage. Das geht im Backstage-Bereich ab. Wir sind hier im Backstage-Bereich, genau. Das macht mir nämlich nur so Sinn. Und wisst ihr auch, wie ich drauf komme? Weil du auf den Hund schaust und auf die Maske. Du blickst nicht durch. Und auf der Bühne ist klar, dass im Haus des Hundes das Herz liegt. Da liegt nämlich die Liebe.
die du hier im Moment nicht erkennen kannst. So. Und du bist da gerade total aktiv dran, dich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Ne? Und diese Seelenpartnerschaft ist wirklich ein Geschenk des Himmels. Sie spiegelt nämlich in den Engel. Und es ist backstage auch schon klar, dass die Maske fallen wird mit den Sternen. Du wirst den Durchblick bekommen, weißt es aber noch nicht. Du bist ja auch backstage. Ne? Auf der Bühne erwartet dich ja dein großer Auftrag, das Geheimnis vor dir zu lüften. Das Geheimnis, was du vor dir selbst hast. Das ist echt spannend. So, es gibt sogar eine Korrespondenz, es passt. Du korrespondierst in den Zylinder. Da kommt bei mir eine Energie rein, als ob du selbst das Kaninchen im Hut bist, als ob du aus dem Hut gezaubert worden bist. Für ihn nämlich. Das lassen wir einfach erstmal so stehen. Man sollte ja im Blatt davor, ich muss jetzt hier im Geiste zwei Blätter kombinieren, im Kreuz lag ja das Auge verkehrt rum. Man soll ja hier das Schicksal von einem anderen Blickwinkel betrachten. Da wird man backstage bereits hingeführt. Man kriegt hier schon Hilfe, man kriegt die Hand gereicht. Wir haben hier eine untrennbare Bindung liegen. Und mit dem Kätzchen, mit der weißen Katze, darf diese Beziehung geheilt werden. Es kann auch ein Hinweis sein, also auf Zärtlichkeit. Die Katze steht auch so für Zärtlichkeit, aber sie steht auch für Heilung, weil die Katze schnurrt. Die Katze schnurrt aber auch, wenn sie Schmerzen hat. Eine Katze beruhigt sich durch ihr Schnurren selbst. Es geht hier um Heilung in einer untrennbaren Bindung. Und man wird schon backstage an die Hand genommen und dahin geführt, dass man hier die Beziehung aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Das ist der Auftrag. Also das ist hier eigentlich eine Kartenlegung voller Aufträge an dich selbst. Das ist echt spannend. Was macht er denn? Er spiegelt in das Feuer, ist gerade in einem Transformationsprozess. Backstage. Backstage brennt er. Ne? Er schaut auf die Brücke und ist auf dem Weg über die Brücke zum Turm. In dem Turm sitzt die Taube. Die Taube ist ein Friedensbote. Und wenn die Taube aber im Turm sitzt, dann kann sie nicht ihre Flügel ausbreiten. Die Taube, Spiegelung in die Spinne, ist im Turm gefangen, die ist gebunden. Und wenn er über die Brücke geht, lauert da auch eine Gefahr für ihn. Ne, da kommt mir hier gerade Tarantula rein oder so eine Kankra, ne, die auf der Brücke lauert. Aber es ist sein Auftrag, hier diese Taube zu befreien, das Vögelchen zu befreien. Da kommt eine ganz märchenhafte Energie rein. Ausgerechnet unser Siggi. Siggilein, guck mal, du sollst hier der große Held sein. Ja, ja, guck dir es genau an. Du sollst hier über die Brücke gehen und du sollst hin zu dem hohen, hohen Turm. Und im hohen, hohen Turm, da ist das weiße Täubchen gefangen. Und das wird von einer dicken, fetten, garstigen Spinne gefangen gehalten. Ja, ja, ja. Das ist schon ganz schön schlimm, gell? Ganz genau. Und du sollst hier über die Brücke gehen wie ein großer, großer Held. Und du sollst diese Situation transformieren, Sigilein. Guck dir das an. Genau. Du heldenhafter Held. Ich muss dich mal vom Feuer wegfahren. Brrr, dass du wieder brennst, gell? Neulich haben wir Siggi angebrannt.
Das war ein Versehen. Da hat er sich doch am Adventskranz verbrannt. Junge, 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 ein Glück hatte ich das noch gesehen. Das war unser Weihnachts-CG im Übrigen. So. Ja, also er hat hier auch einen Auftrag. Jetzt lasst mich mal wieder in die Ernsthaftigkeit kommen. Die Taube, die ist ja direkt mit dir in Verbindung zu bringen, ne? Weil du liegst diagonal drüber. Und du liegst drüber, du liegst auch über der Spinne. Das sieht aus, als ob du, wenn du die Taube bist, als ob du diese Gefangenschaft überwinden wirst. Ja, aber mir kommt hier irgendwie rein, also ich bringe das gerade in Verbindung zu Blatt Nummer 1, dadurch, dass er dich triggert, durch sein Verhalten, in deinem Schmerz, dass du angeschoben wirst, das Geheimnis zu lüften, was du vor dir selbst hast, wo du eben diesen Anteil in die Schonhaltung bringst, abgespalten hast von dir. Du sollst ja diesen Anteil zurückholen. Ich habe das Gefühl, das will uns hier sagen, dass er dazu beiträgt. Ja? Unbewusst, schon backstage, jetzt hier in diesem Moment ist er damit beschäftigt, sich über die gefährliche Brücke zu machen und die Taube im Turm zu befreien. Das ist dein Anteil. Das bist du. Das könnte sogar, habt ihr Kuckuck gehört, das könnte sogar ein Hinweis darauf sein, dass du das Buch im Turm versteckt hast. Dass dort die Schlange drauf aufpasst. Das ist ja spannend. Mann, oh Mann, also das ist heute eine Legung. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr mir überhaupt folgen könnt. Ich weiß es ja nicht. Ich kann mich ja nicht mit euch unterhalten. Er unterstützt dich. Auch wenn er dir gerade wehtut. Seine Seele unterstützt dich gerade. Der ist ja ein richtiger Held. Und jetzt passt mal auf, der korrespondiert hier auch noch in die Schwerter. Er kämpft. Er kämpft. Spiegelung in das Kind. Er kämpft hier. Das Kind könnte wirklich der Seelenanteil sein, zumal über dem Kind der Engel liegt. Er hilft dir hier, dass du deinen verlorenen Anteil wiederfindest. Ist das nicht der Hammer? Das finde ich echt richtig krass. Und da liegen auch noch die Sterne daneben. Also das könnte hier wirklich die kleine Frau Semmelbrösel sein, ne, um die hier das Ziggilein kämpft. Der Seelenanteil der Frau Semmelbrösel. Ja, Backstage macht er das. Backstage. Und im großen Blatt kennst du dann deinen Auftrag und kannst die Geschichte klarer sehen, hoffe ich doch. Und der Engel wiederum spiegelt in den Hund und du schaust drauf und hast keine Ahnung, was in dieser Seelenpartnerschaft gerade passiert. Also hinter den Kulissen auf höherer Ebene geschieht alles für dich, alles. Auch wenn du es jetzt nicht verstehst, aber die Klarheit wird kommen, weil diese Maske fällt, was heißt fällt? Sie klärt sich, da kommt ein Durchblick. Also in dieser Seelenpartnerschaft wirkt gerade alles für dich. Wir sind also heute hier echt in 5D unterwegs. Ich meine es nur mal so. Das ist nichts Weltliches. So eine Legung hatten wir eigentlich in der Form auch noch nicht. Ne? Ja, es ist und das am Wolfsmond. Ihr macht mich fertig hier. Echt spannend. Sehr, sehr spannend. Können wir hier noch was rausziehen? Das sind so die wichtigen Checkpoints, gell? Ich würde sagen, wir machen jetzt das Sack zu. Wir ziehen noch jedem eine Rune. Weil irgendwann muss Schluss sein. Du kannst dich an so einer Kartendeutung wirklich Stunden aufhalten. Stunden! Die wichtigsten Dinge haben wir rausgepickt. Und ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ich bin auch gespannt, was ihr sagt. Junge, 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 Junge. Der Vollmond schiebt den Neuanfang an. Und du hast echt einen hohen Auftrag. Du hast ganz schön was zu schaffen jetzt. Jesus, nee. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Welche Rune unterstützt dich denn in diesem Prozess?
welche Rune ist jetzt genau die richtige für dich, wenn du hier in Resonanz bist und mir folgen konntest. Ich habe gefischt und gefangen. Hier, guckt euch das an, die Jera, den Wandel. Und zwar ist das ein großer Wandel. Ist das nicht krass? Die Wandelrune selbst. Und da sind wir wieder beim Auge im Kreuz. Das Schicksal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Es wandeln. Boah, Umwandlung, nicht Verneinung ist die Waffe des Meisters. Yes. Und er, welche Runenkraft wirkt bei deinem Gegenüber? Ich habe ein Herzlein gezogen. Ich. Und wisst ihr, was mir da reinkommt? Ich liebe dich. Und das sagt er dir von höherer Ebene. Weil seine Seele unterstützt dich hier, unterstützt dich. Seine Seele auf höherer Ebene unterstützt dich, weil er dich liebt. Ja? Und es ist alles ganz anders, als du dir vielleicht ausgemalt hast. Warum er sich so verhält? Ja, was macht er denn? Warum tut er mir so weh? Warum verletzt er mich so? Ne? Ah! Bootcamp. Tja, was soll ich sagen? Schatzis, also das war sehr bewegend, muss ich auch erstmal für mich sagen lassen. Und da bin ich echt gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir einen lieben Kommentar, ein Like oder ein Abo da lasst. Und ich hoffe, ich konnte euch so gut wie möglich jetzt aus dieser ganzen Sache, nee, mit diesen ganzen Energien abholen. Ja, ich hoffe, ich konnte das gut rüberbringen, was ich sagen wollte. Lasst mir mal ein Zeichen da, gell? Ansonsten schneide ich morgen wieder rein zu 3 Tage, 3 Nächte. Und da könnt ihr auch schon wieder vorbestellen, wenn ihr möchtet, die Energie, die uns übers Wochenende trägt. Ja, so wird's werden, gell? Und bis dahin wünsche ich euch eine charmante Zeit. Lasst es euch gut gehen und noch besser und lasst die Sonne rein. Dicken Kuss, bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.